der Präsident des französischen Verbandes, Christian Niem, der auch den Schiedsrichter des Endspiels ehrt, Bruno Rebeu. Ein wirklich unter die Haut gehendes Finale von tollen 14 Tagen Tennis. Sie begannen aus deutscher Sicht wenig erfolgreich. In der zweiten Runde nur noch ein deutscher Herr dabei. Steffi Graf hielt die Fahne hoch bis zum Viertelfinal, unterlag dann Amanda Kutzer. Eine Überraschung sicher, das gute Abschneiden des deutschen Doppels Brasch-Knipschild. Aber das sind die Namen, die Sandgeschichte geschrieben haben. Allen voran der strahlende Sieger aus Brasilien, Gustavo Kürten. Und damit gebe ich ab vom Center Court. Ja, und im letzten Jahr hat er noch bei einem kleinen Challenger-Turnier in Fürth gespielt. So ändern sich die Zeiten innerhalb eines Jahres. Ein völlig unbekümmerter Typ mit einem kompromisslosen Tennisstil. Karl-Uwe, was hat Ihnen am meisten imponiert? Ja, sein Auftreten, sein lockeres Auftreten, seine Spielweise. Und es scheint auch, dass ein kleines Märchen irgendwo in Erfüllung gegangen ist. Er hat sich sicherlich vor dem Turnier nie träumen lassen, das Turnier zu gewinnen. Und es ist toll, dass es jetzt auch wirklich ein Happy End gibt. Er hat es verdient. Er ist ins Finale gegangen und wollte das Ding wirklich gewinnen. Nochmal, viele wären vielleicht mit der Finalteilnahme zufrieden gewesen und hätten den Titel leicht dem Bruguera unter Umständen überlassen. Aber er hat wirklich nochmal gezeigt, dass er zu Recht im Finale steht, dass er zu Recht das Ganze gewonnen hat. Und ich denke, da wurde heute ein neuer Tennisspieler geboren. Und wir wollen uns noch einige Sequenzen ansehen aus dem ersten Satz. Es fängt an beim 2:2 und Kürten hat Breakball. Ja, im ersten Satz hat man auch am Anfang direkt gemerkt, dass er keinen Respekt hat, dass er versucht, das Spiel an sich zu reißen. Bruguera etwas verhalten. Hier hat er den ersten Breakball beim Stande von 2:2. Und er macht immer wieder Druck mit der Vorhand. Bruguera immer einen Tick zu spät. Und er geht auch hier ans Netz. Und ja, ist einfach alles gelungen. Und da hat man schon gesehen, okay, es wird nicht leicht für den Bruguera. Da hat er das Break geschafft zum 3:2. Jetzt gehen wir rein bei 5:3 für Kürten. Das ist ein schöner Ballwechsel. Spielball zum, das war der Ball zum 15:40. Und man sieht, Bruguera ist sichtlich unzufrieden. Ihm fallen auch nicht mehr so viele Mittel ein. Er hat dann auch immer wieder mit sich und seinem Spiel rumgehadert. Hoch der Blick zum Vater. Ja, und hier der Satzgewinn, der war der Punkt bei 30:40, ein Vorhandwinner. Bezeichnend für das ganze Match, er hat mit der Vorhand das Match dominiert, aber selbst wenn Bruguera ihm hoch auch mal auf die Rückhand gespielt hat, hat er sich gut befreit mit einer super Rückhand und ja, ist er im Moment ein ziemlich kompletter Spieler. Er hat sich auch während des Turniers verbessert, also er ist ein anderer Spieler als in der ersten Woche. Das stellt man oft fest, die Spieler lernen erstmal, was für Schläge sie überhaupt können, kriegen Selbstvertrauen während so eines Turniers und zum Schluss wird es ganz normal, dass man solche Bälle spielt. Bei ihm hat man es toll gesehen. Speziell in welcher Phase haben Sie das gemerkt, dass er sich da verbessert hat oder dass er plötzlich Fehler nicht entdeckt hat bei den anderen, sondern bei sich selbst Fähigkeiten, von denen er vorher vielleicht noch gar nichts geahnt hat? Ja, ich glaube, er hat Selbstvertrauen bekommen mit den gewonnenen Matchen und hat gemerkt, er hat ein System gefunden, wie er aus einer Situation rauskommt, wo er vielleicht am Anfang des Turniers noch dumme Sachen gemacht hat, sage ich mal, unerfahrene Sachen. Und die hat er gelernt von Match zu Match und der hat jetzt gezeigt, dass er wirklich konstante Leistungen gebracht hat und war wirklich enorm, richtig. Wir schauen in den zweiten Satz rein, zweiter Durchgang. Wo sind wir jetzt? Stande von 1:0. Kürten hat Aufschlag. Entschuldigung, Bruguera Aufschlag. Wir sind beim Stande von 1 Stand und es war ein toller Ballwechsel. Das war so die Phase, als wir dann auch gedacht haben, dass Sergi Bruguera vielleicht ein bisschen besser aufdreht. Mit 0:1 Satzrückstand ist er dreimal in die Matches reingegangen und konnte den Spieß dann noch umdrehen. Aber hier, in dieser Phase, hat Kürten keineswegs die Konzentration verloren. Nein, er hat seine Linie beigehalten, er ist ruhig geblieben, ist auch nicht nervös geworden. Oft denkt man dann nach einem gewonnenen Satz oder, okay, jetzt nur noch so weiterspielen, dann geht es eigentlich schief. Aber er hat seine Linie behalten und hat das Match nach wie vor dominiert. Und hat er mal Grund gehabt, sich selbst zu bejubeln? Das ist so südamerikanisches Temperament. Ja, jetzt sind wir beim Stande von 2:1 und Kürten hat Breakball zum 3:1. Man sieht hier Netzroller, vielleicht auch bezeichnend für das ganze Turnier. Er hat auch selber gesagt, während des Turniers läuft alles, er spielt auf die Linien, die Netzbälle kommen und man hat auch hier gesehen, es lief wieder nach seinem Verlangen. Jetzt sind wir beim Stande von 4:4, Kürten Aufschlag, eine kritische Situation für Kürten, er muss einen Breakball abwehren. Zweiter Aufschlag und Sergi Bruguera will aggressiv sein, will nach vorne, aber
es gelingt ihm einfach nicht und er vergibt den Breakball vermeintlich leicht. Und wir machen jetzt direkt einen Sprung zum Satzball für Kürten im zweiten Satz. Bruguera hatte seine Chancen bei 4-beide, aber muss jetzt hier wieder Satzbälle abwehren. Sind Sie vielleicht auch der Meinung, dass Bruguera vielleicht nicht ganz konsequent im Verfolgen seiner Linie war? Ich hatte manchmal den Eindruck, dass die Taktik zwar am Anfang vielleicht vorgegeben war, aber dass er einfach sich nicht hundertprozentig durchsetzen konnte. Ja, aber er konnte seine Taktik von Anfang an nicht spielen, weil einfach Kürten zu druckvoll war. Und dann das umzudrehen, hat er vielleicht am Anfang des zweiten Satzes, hat er sich aufgebäumt, hat dann Chancen bekommen bei 4-beide, 15-40, hat sie dann nicht genützt und dann ist sein Spiel zusammengebrochen. Da hat er gesagt, okay, ich habe mir die Chancen erarbeitet, habe sie nicht genutzt und dann gibt es natürlich nochmal einen Knacks. Und dann gewann er auch, wie wir gerade gesehen haben, den zweiten Satz mit 6-4 und da stellt sich natürlich immer die Frage, wie kann so ein alter Fuchs wie Sergi Bruguera, der dieses Turnier gewonnen hat zweimal, 93 und 94, den Spieß noch umdrehen, ohne jetzt zu sehr in die Defensive zu kommen. Also ich persönlich habe geglaubt, wir haben uns alle auf einen langen Nachmittag und Abend eingestellt, das wird noch bis weit über 18 Uhr hinausgehen, aber dass es dann so schnell gegangen ist, hätten wir beide nicht erwartet. Ja, für meine Begriffe ist in das Match am Anfang zu verhalten reingegangen und konnte dann das nicht mehr stoppen, dass einfach Kürten das Match dominiert. Da hat er ein bisschen zurückgehalten, um auch zu sehen, wie spielt er gegen Kürten oder was muss er machen. Hier sehen wir nochmal eine schöne Szene, wie Kürten den Pokal hochhält. Er hat es wirklich verdient. Ja, und das war das Problem einfach von Bruguera, dass er zu verhalten war. Und das Problem ist ja auch, er kannte ja, er hat gegen Kürten, glaube ich, vorher noch nie gespielt. Das ist auch immer so eine Sache, wenn man den Gegner nicht so richtig kennt. Er hat ihn zwar in anderen Matches gesehen, aber man muss die Erfahrung auf dem Platz machen. Und deshalb war er vielleicht am Anfang ein bisschen abwartend. Und das hat Kürten direkt so einen Auftritt gegeben, dass er sich das Match hat nicht mehr nehmen lassen. Es ist ja immer schwierig, Eberhard Fiegemeier hat das angesprochen, auch ein Mann wie Kürten, der spielt, ohne dass man sein Spiel lesen kann. Man kann seine Taktik nicht absehen. Wie würden Sie sagen, aus Ihrer Sicht, wenn Sie ihm gegenüberstehen würden, was bislang noch nicht der Fall war, aber Sie haben natürlich, deswegen sind Sie unser Experte, hier etwas mehr und größere Erfahrung. Wo wäre die Schwierigkeit, wenn Sie auf der anderen Seite der Grundlinie stehen würden? Ja, ich sehe im Moment bei ihm keine richtige Angriffsfläche. Also man sieht keine Schwäche, so richtige Schwäche, wo man sagt, okay, da kann man angreifen. Genauso wie Bruguera versucht hat, am Anfang über die Rückhand zu gehen. Da hat er aber keine Wirkung gezeigt. Das bedeutet, dass Bruguera nicht mehr wusste, wie kann er in Bedrängnis bringen. Und das hat er nicht geschafft. Und dann wurde er auch ein bisschen nervös, ist immer kürzer geworden. Und so langsam, aber sicher, hat dann Kürten das Match an sich gerissen. Wir haben noch eine wichtige Situation, eine Sequenz aus dem dritten Satz. Ein Matchball haben wir da noch drin. Erst ein Breakball noch, der zum 4-2 führte für Gustavo Kürten. Haben wir nicht mehr. Haben wir nicht mehr. Sorry, aber den Matchball haben wir noch mehr. Also, wir hören gerade aus der Regie von Achim Günther, dass Gustavo Kürten auf dem Weg zu uns ist. Der ist erst noch bei den Kollegen vom französischen Fernsehen. Die haben hier als Gastgeber natürlich das Vorrecht. Ja, hier der Matchball. Das ist ein absoluter Traum jedes Tennisspielers, Matchball in Paris zu haben. Ich hatte leider nie die Chance, das zu haben, aber allein für ein Turnier gewinnen, Matchball zu haben, ist so ein berauschendes Gefühl. Und ja, ich meine, für meine Begriffe ein absoluter Traum in Erfüllung gegangen für Kürten. Und er hat es verdient, wir wünschen es alle, hat sich während des Turniers auch sympathisch präsentiert, also wirklich ein toller Typ. Da Sie die Situation angesprochen haben, wie ist das, wenn man vor einem, Sie haben viele wichtige Matches bestritten, ich denke an die Davis Cup Erfolge, wenn man dann es wirklich auf der Pfanne hat, wie es so schön heißt, und man muss den Ball nur noch reinbringen. Ja, es ist fast schöner, als dann das Match zu beenden, also der Moment davor, dass man sagt, okay, jetzt nur noch ein Punkt, die Spannung ist so groß, es ist wirklich berauschend, und dann das zu schaffen, ist ein Traum. Mhm. Wenn wir weiterblicken auf Gustavo Kürten, er wird jetzt die Möglichkeit haben, bei vielen anderen großen Turnieren dabei zu sein, besteht die Gefahr, dass man vielleicht sagt, das ist ein Stern, der ganz schnell aufgegangen ist und vielleicht auch genauso schnell wieder verpuffen wird? Ja, ich glaube nicht, dass ein Spieler, der die French Open gewinnt, einfach wieder verpuffen wird. Da ist schon ein Riesenpotenzial da und auch die Art und Weise, wie er sich präsentiert hat, dass er so viele enge Matches gewonnen hat, dann wieder rauskam, noch ein enges Match. Das bedeutet schon, dass er außergewöhnliche Fähigkeiten hat und so ein Spieler geht nicht einfach wieder oder verschwindet vom Bildschirm wieder. Was wir nicht gesehen haben, liebe Zuschauer, vorhin live, ist die Verbeugung von den beiden ganz großen Guillermo Vilas und Björn Borg hier draußen, die natürlich alle gekommen sind, auch anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Damen-Tennis-Spiele. Also er sagte vorhin, war ganz toll, dass er vor den Jungs den Pokal überreicht bekommen hat. Jetzt trägt er die Haare auch hinten wieder geschlossen, im Spiel hinten offen. Sicher auch ein Idol für ihn, Guillermo Vilas, Argentinier. Den hat er sicher in seiner Kindheit oft beobachtet und jetzt steht er neben ihm und hält den Pokal hoch. Also, was Schöneres gibt es, glaube ich, nicht.
ja, Vorbildfunktion. Auch das sprechen wir natürlich immer wieder an. Das ist, glaube ich, so ein Mann, der weiß, dass man auch dorthin gehen muss, wo es weh tut. Das gehört unbedingt dazu, zu einer Leistungssportkarriere, dass man nicht gleich aufsteckt nach dem ersten Misserfolg, der ja auch in der Tennis-Bundesliga gespielt hat.